Die unternehmerische Sorgfaltspflicht sieht vor, dass Unternehmen ihre Menschenrechtsstrategie in einer Grundsatzerklärung festhalten und kommunizieren. Wie können Unternehmen bei der Erstellung vorgehen? Und welche Inhalte umfasst eine Grundsatzerklärung? Wir werfen einen Blick in die Praxis. Der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group verfügt seit 2020 über eine Grundsatzerklärung. Darin verpflichtet sich der Otto Group-Vorstand ausdrücklich zum Menschenrechtsengagement in den eigenen unmittelbaren Geschäftstätigkeiten und in den weltweiten Lieferketten. Unsere Grundsatzerklärung fasst unsere Ansprüche, also was wir auch nach vorne heraus vorhaben, und das, was wir bereits im Unternehmen tun, zusammen und bringt es zusammen in ein Format, was für alle einen gemeinsamen verbindlichen Charakter hat. Ja, die Basis bildet auf jeden Fall die Risikoanalyse. Was am Ende dann unseres Risikoprozesses steht, sind tatsächlich die Salient Issues, also die Themen, wo das höchste Risiko besteht. Auch das ist etwas, was wir in unserer Grundsatzerklärung festhalten. Und auch der Hinweis auf Verantwortlichkeiten, also bei wem liegen wirklich die Verantwortlichkeiten zur Einhaltung, aber auch zur Umsetzung der in der Menschenrechtserklärung formulierten Anforderungen. Unsere Grundsatzerklärung orientiert sich vor allem an den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechten, also den UNGPs. Die Otto Group macht es vor. Die Grundsatzerklärung soll auf internationale menschenrechtliche Referenzinstrumente Bezug nehmen. Hierzu zählen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Konventionen und Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation zu Arbeits- und Sozialstandards oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. Auch das Telekommunikationsunternehmen Telefonica Deutschland bringt seine Menschenrechtsstrategie mit einer Grundsatzerklärung öffentlich zum Ausdruck. Hier nimmt Telefonica Bezug auf weiterführende Richt- und Leitlinien wie ihre Human Rights Policy und ihre Supply Chain Sustainability Policy. Für uns war einfach wichtig zu entscheiden, was kommt in die Grundsatzerklärung und welche zusätzlichen Leitlinien bedarf es. Als Ergänzung sozusagen, in unserer Grundsatzerklärung verweisen wir auf unsere eigene Menschenrechtsrichtlinie, die die Verpflichtung unseres Unternehmens zur Wahrung der Menschenrechte konkretisiert. Außerdem werden die Arbeitsschritte im Rahmen des Human Rights Due Diligence Prozesses erläutert. Weitere wichtige Elemente unserer Grundsatzerklärung sind Beschwerdemechanismen. Also wir stellen unseren Stakeholdern sozusagen einen Meldekanal für die Beschwerden und Hinweise zu Menschenrechtsverstößen zur Verfügung. Für uns ist einfach wichtig mit der Grundsatzerklärung, das ist ein klares und deutliches Bekenntnis von Telefonica Deutschland zur Achtung der Menschenrechte und zur Verantwortung für unsere Wertschöpfungskette auch ist. Die Grundsatzerklärung sollte durch die Unternehmensleitung verabschiedet werden, menschenrechtsbezogene Erwartungen des Unternehmens an Beschäftigte und Zulieferer definieren, die prioritären menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken ausweisen und potenziell betroffene Personengruppen benennen, die aus der Risikoanalyse hervorgehen. Das Verfahren beschreiben, mit dem das Unternehmen seinen menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nachkommt, und Details zum Beschwerdeverfahren ausführen. Zudem sollte die Grundsatzerklärung intern und extern kommuniziert werden. Zur internen Vermittlung der Inhalte können sich beispielsweise Schulungen anbieten. Außerdem ist zu empfehlen, Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens zu benennen. Die Grundsatzerklärung ist aber nicht in Stein gemeißelt. Es ist wichtig, dass Unternehmen sie regelmäßig auf den Prüfstand stellen und die Erklärung an sich ändernde Rahmenbedingungen anpassen. Für weitere Informationen, Umsetzungshilfen und Praxisbeispiele besuchen Sie die Website www.wirtschaft-menschenrechte.de.